Hallo und herzlich willkommen zurück zum weiteren Video auf meinem Kanal. Du möchtest jede Stunde 30 Euro verdienen, dann könnte das heutige Video für dich richtig sein. Ich habe 5 unterschiedliche Webseiten für dich heute am Start, denen du das erreichen kannst. Wenn dir das Ganze gefällt, würde ich mich extrem freuen über ein Abo auf meinem Kanal. Das Ganze ist natürlich kostenlos, unterstützt mich, motiviert mich extrem. Deswegen würde ich mich extrem freuen, wenn du dir die 2 Sekunden Zeit nimmst und meinen Kanal abonnierst. Lass ebenfalls auch gerne ein Like da. Wenn du Videos suchst rund um das Thema Online-Geld verdienen, schau gerne mal auf meinem Kanal vorbei. Und jetzt würde ich sagen, legen wir los mit der ersten Webseite. Die erste Webseite im heutigen Video ist die Webseite TestWords. Das Ganze ist eine Webseite, wo du Geld verdienen kannst, indem du Webseiten und Apps testest. Auch ich habe auf dieser Webseite schon ein paar Euro mit verdient und selber schon einige Webseiten getestet und das Ganze ist im Grunde relativ einfach und kann eigentlich fast jeder. Du kannst dich hier einfach ganz entspannt registrieren und kannst dann hier eben überprüfen, ob dir irgendwelche Softwarefehler oder ähnliches bei Apps und Webseiten auffallen und wirst dafür fair bezahlt. Im Normalfall bekommst du ca. 15 Euro. Du hast, das ist ein großer Vorteil, flexible Arbeitszeiten. Du kannst dann arbeiten, wann du möchtest und hast eben, also beziehungsweise du bekommst eben eine Einladung und wenn du Bock hast, die Einladung anzunehmen, dann kannst du den Test machen. Wenn du denkst, ja, nee, ich habe jetzt keine Zeit oder keine Lust, dann machst du den Test einfach nicht und kannst eigentlich mit allen möglichen Geräten machen, mit Handy, Smartphone, Tablet, PC, Laptop und so weiter. Hast du einige Möglichkeiten, wo du hier testen kannst und die Plattform gibt es auch schon relativ lange, gibt es auch eine App von und wie gesagt, kannst du ja auch am Handy nutzen und kannst du dich hier ganz einfach registrieren und dann hier loslegen. Du musst einen Test machen erstmal und dieser Benutzertest oder dieser Webseitentest wird erstmal mit, ich glaube, 5 Euro wird er vergütet, wenn du den bestehst. Danach kannst du dann richtig loslegen mit den eigentlichen Tests und es gibt ein riesengroßes FAQ. Auch hier steht nochmal, pro Test verdienst du normalerweise zwischen 10 bis 30 Euro bei ca. 1 bis 2 Stunden Arbeit und bei umfangreicheren Tests mit komplexeren Aufgaben kannst du auch bis zu 100 Euro verdienen und es gibt hier ein sehr, sehr großes FAQ, was man sich durchlesen kann. Schau gerne mal selber auf der Seite vorbei. Das würde jetzt den Rahmen des Videos sprengen, aber eben mit das Wichtigste natürlich, ihr könnt hier eben bis zu 10 bis 30 Euro verdienen bei 1 bis 2 Stunden Arbeit und das ist auf jeden Fall auch nicht nur hier theoretisch möglich, sondern auch in der Praxis definitiv möglich. Kann ich aus eigenen Erfahrungen sprechen. Und ja, du hast dann immer mal wieder einen Test, wo du eben per E-Mail eine Einladung bekommst. Und dann kannst du, wenn du den Test eben dann gemacht hast, wirst du eben dann dafür bezahlt. Dieser Test ist, wie gesagt, relativ einfach. Also im Normalfall nicht so kompliziert. Wie gesagt, 1 bis 2 Stunden Arbeit kann je nach Test natürlich sehr, sehr unterschiedlich sein. Aber hatte ich bisher keine Probleme mit. Hab gute Erfahrungen mit TestBirds gemacht. Die Auszahlung funktioniert auch. Geld bekommst du. Die Arbeit ist mega, mega einfach im Grunde und wie gesagt, ihr könnt ihr das FAQ selber nochmal genau durchlesen, da gibt es sehr, sehr viele Fragen und du bekommst auch noch zusätzlich Geld, wenn du Bugs findest, bei einfachen Bugs 1 Euro, bei schwierigeren Bugs bekommst du 5 Euro und hier steht eh nochmal beim Einstiegstest, beim Qualifikationstest bekommst du 5 Euro vergütet, auch das ist natürlich sehr, sehr nice, dementsprechend, wie gesagt, finde ich eine sehr, sehr coole Plattform, kann man auf jeden Fall machen. Plattform Nummer 2 ist die Plattform Ipsos iSay, das Ganze ist eine Umfrageplattform, wo du eben Geld verdienen kannst, indem du dich an der Marktforschung beteiligst, indem du eben Umfragen beantwortest und kannst dann eben dafür Belohnungen dann wählen und auszahlen lassen, ja, egal ob Amazon oder PayPal oder was auch immer, hier seht ihr es zum Beispiel und es gibt eine FAQ, auch hier gibt es ein sehr, sehr großes FAQ, was auch absolut den Rahmen sprengen würde und hier könnt ihr das Ganze natürlich dann nochmal genauer durchlesen, wie man Punkte verdient, wie das zum Thema Umfragen ist hier, es gibt auch eine App von dem Ganzen, Thema Datenschutz könnt ihr euch auch durchlesen und so weiter. Könnt ihr euch alles hier im FAQ durchlesen, auch das ist sehr, sehr groß, da gehe ich jetzt auch nicht genau drauf ein. Wie gesagt, klassische Umfragen, wie man es kennt, könnt ihr hier eben ein paar Euro mit verdienen. Ihr bekommt hier durchschnittlich, würde ich behaupten, so eine Umfrage pro Woche, sind so meine Erfahrungen gewesen. Könnt ihr gerne nutzen, paar Umfragen pro Monat, paar Euro mit verdienen, kann man auf jeden Fall auch gut nutzen. Webseite Nummer 3 ist im Jahr 2010 hängen geblieben, aber immer noch eine sehr, sehr gute Webseite, und zwar die Webseite Mach du das. Das Ganze ist eine Plattform, wo du kleinere oder auch größere Jobs findest, die du ganz entspannt in Heim Arbeit zu Hause im Normalfall erledigen kannst. Auch ich habe hier auf dieser Webseite schon den ein oder anderen Euro mit verdient und hier gibt es auf der linken Seite hier eben diese ganzen Jobs. Hier zum Beispiel sucht jemand Comic-Texte in Photoshop, hier sucht jemand einen Testkäufer für ein E-Book, ein Lektor, ein Buchkorrektorat, ein virtueller Assistent wird hier gesucht und so weiter und so fort. Also du findest hier sehr, sehr viele Jobs, du musst dich dann hier bewerben und wenn du dann für den Job genommen wirst, kannst du dann hier eben Geld verdienen und wie gesagt, auch ich habe hier schon den ein oder anderen Euro mit verdient.
erwähnt. Hatte auch absolut keine Probleme, muss ich sagen. Dementsprechend kann ich daher die Website auch nur absolut empfehlen. Also auch wenn die optisch jetzt nicht so schön ist, die Website, und wirklich im Jahr 2010 hängen geblieben war oder ist, ist es trotzdem eine wirklich, wirklich extrem gute deutschsprachige Plattform, wo du als Freelancer mit so kleineren Jobs Geld verdienen kannst. Also es ist eine wirklich mit einer der besten, muss ich sagen. Funktioniert halt wirklich ohne Probleme. Das Einzige ist, was ich nicht so cool finde an der Webseite, ist, dass du dich nicht überall bei jedem Job bewerben kannst, sondern dass du nur eine kostenlose Bewerbung pro Woche abgeben kannst. Wenn du mehrere Bewerbungen abgeben möchtest, dann gibt es hier verschiedene Bezahlungsmöglichkeiten. Das gefällt mir persönlich nicht so gut. Trotzdem hatte ich damit eigentlich jetzt auch keine riesengroßen Probleme. Ich habe dann eben nur eine Bewerbung pro Woche gemacht, aber habe dann trotzdem den ein oder anderen Euro mit verdient. Also das ist jetzt kein Grund, warum ich sagen würde, die Website ist mega schlecht oder so, oder deswegen sollte man die nicht nutzen, weil eine Bewerbung pro Woche reicht, zumindest hat es für mich gereicht, um ein paar Euro mit verdienen, und das funktioniert alles ohne Probleme, deswegen man ist nicht darauf angewiesen. Aber wenn du natürlich jetzt irgendwie mehrere Jobs direkt machen möchtest, geht das leider eher weniger, dann musst du eher ein paar Euro für bezahlen. Trotzdem finde ich das eine extrem gute Website, mit der man online Geld verdienen kann, und würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, und finde ich wirklich eine sehr, sehr gute Webseite. Und ja, würde ich sagen, gehen wir weiter zur nächsten Webseite. Bevor wir weiter zur nächsten Webseite gehen, wenn dir das bisher gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst. Lass auch gerne ein Like da, schau auch gerne andere Videos auf meinem Kanal an. Ist bestimmt irgendwas dabei, was auch dich interessiert. Über 200 Webseiten und Apps habe ich schon vorgestellt. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir weiter zur Webseite Nummer 4. Die nächste Webseite ist die Webseite Gulp. Das Ganze ist eine Jobplattform, wo du hier verschiedene Jobs findest. Ja, wir können ja hier mal auf Freiberufler finde passende Projekte. Eben Freelancer-Jobs findest du hier. Und du siehst dann hier sehr viele verschiedene Sachen. Hier zum Beispiel ein Java-Entwickler wird gesucht, remote. Ihr solltet, wenn ihr als Freiberufler Geld verdienen wollt, hier natürlich darauf achten, dass das Ganze Remote-Jobs sind. Aber im Normalfall sollte das hier alles Remote-Jobs sein, wo ich jetzt drauf gedrückt habe. Und da seht ihr dann hier eben verschiedene Sachen. Ja, wie gesagt, wir hatten hier den Java, Java-Entwickler. Und seht ihr eben verschiedene Jobs, Anforderungen und so weiter. Könnt euch dann hier eben bewerben. Und dann ist hier vielleicht irgendein Job dabei, der euch interessiert. Software-Tester oder sonst irgendetwas, wo ihr dann hier eben Geld mit verdienen könnt. Ihr könnt aber auch auf Jobsuche findet ihr den Traumjob, da auf Job finden drücken, dann findet ihr andere Jobs, das sind aber keine Freelancer-Jobs, also keine Jobs, wo ihr von zu Hause aus arbeiten könnt, aber auch hier ist vielleicht irgendetwas dabei, wenn man zum Beispiel in Köln wohnt oder in Bonn und Java-Entwickler gerne eine Festanstellung sucht, findet ihr vielleicht auch hier etwas und könnt dann hierüber auch Geld verdienen, vielleicht auch interessant für den einen oder anderen, aber für wahrscheinlich für die meisten ist eher das interessant, die Freelancer-Abteilung, und vielleicht findet ihr etwas, was euch interessiert, ansonsten natürlich könnt ihr, wie gesagt, auf Mach du das, findet ihr vielleicht auch irgendwelche Jobs, die euch interessieren. Und ja, auch Gulp finde ich, wie gesagt, eine sehr, sehr coole und gute Webseite, die man auf jeden Fall nutzen kann. Die nächste Webseite ist die Webseite tutkit.com. Das Ganze ist eine Plattform, wo du, ich sag jetzt mal, mit Online-Kurse und ähnlichem Geld verdienen kannst. Ganz nett, wie sie es ausdrücken, bist du hier Content Creator und kannst dir deine Assets und Tutorials veröffentlichen. Und wenn du das gerne machst, ja, wenn du hier dein Wissen weiterbringen möchtest oder weiter teilen möchtest, dann kannst du hier eben als Content Creator auf dieser Plattform arbeiten und hast dann eben verschiedene Sachen, wovon du profitierst. Zum einen verdienst du natürlich Geld, zum anderen multiplizierst du dein Wissen und etablierst dich als Experte und gibt hier vier Schritte zur Veröffentlichung. Erstmal musst du hier deinen Content eben planen, deinen Kurs oder was auch immer. Und wenn du das Ganze geplant hast, kannst du den Content erstellen, mit Video, mit Mikrofon und so weiter alles erstellen. Das Ganze wird dann von der Plattform überprüft und wenn das der Qualität entsprechend passt, dann kannst du das Ganze veröffentlichen und bekommst die Bezahlung und ja, kannst dann hier eben Geld verdienen. Hier steht noch ein bisschen was, was man mitbringen muss, Leidenschaft und so weiter. Man kennt es, klassische Sachen. Da gehe ich jetzt nicht genauer darauf ein. Und dann könnt ihr hier eben darüber eure Sachen verkaufen und hier darüber Geld verdienen. Einfach hier dann registrieren und loslegen. Das war es dann auch schon mit den 5 Webseiten im heutigen Video. Vielleicht war ja eine dabei, die auch dich interessiert hat. Würde mich auf jeden Fall freuen. Wenn dir das Ganze gefallen hat, lass, wie gesagt, sehr, sehr gerne ein Abo und ein Like da. Wir sehen uns am Donnerstag, glaube ich, müsste es sein, wieder. Ich wünsche euch viel Spaß und viel Glück beim Online-Geld verdienen. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns. Bis dann. Lasst krachen und tschüss.